Willkommen im Taekwondo-Center Pankow. Nun die Übungseinheit für Gelbgurte. Die vorgestellten Übungen sind für Gelbgurte und höhere Grade gedacht, die sich damit wieder auf das Leistungslevel trainieren sollen. Die Übungen sind keine geschlossene Übungseinheit, wie man sie aus einer Stunde kennt, da die Erwärmung fehlt und viele Pausen fehlen. Die Übungen werden hintereinander weg vorgestellt und sind als Erinnerung an das Präsenztraining gedacht, um sich selbst also die Übungen, die nicht mehr so gut in Erinnerung sind, wieder ins Gedächtnis zu rufen und auch einmal nachzuarbeiten. Es fehlen Dehnungsübungen. Die sind aus dem Präsenztraining bekannt. Die solltet ihr rechtzeitig und regelmäßig vor und nach dem Training und wenn nötig dazwischen einschieben. Zur Erwärmung empfehle ich wie immer die Taekwondo Challenge, ergänzt wie gesagt um Dehnung. Ein Hinweis noch, bevor das Video losgeht. Das Präsenztraining findet natürlich weiterhin statt, auch in den Berliner und Brandenburger Winterferien. Ruft rechtzeitig an oder schickt mir eine Nachricht, dann können wir einen Zeitraum für 30-45 Minuten vereinbaren. Bringt auf jeden Fall Mütze und Schal mit, geeignetes Schuhwerk und die passende Hose. Wer dazu noch Lieferbedarf hat, kann mich auch gerne und unsere Partner dazu kontaktieren. Ich wünsche nun viel Erfolg mit dem anstehenden Video und mit dem Training. Zum Beginn eine Handtechnik-Kombination. Tiefblock. Hanna, Fauststoß, Tool. Freie Hand, Handkante Block und Seitewechsel Handkante Block, Fauststoß und noch einmal. Chumi, wir gehen vor Tiefblock. 1, Fauststoß 2, Handkante 1, Handkantblock 2, Fauststoß 3. Automatisch ist die andere Hand, jetzt die freie Hand. Brauchen wir gleich. Noch einmal, Chumi, Tiefblock, Hanna Tool, Fauststoß. Handkante, Handkantenblock, Faust. Noch einmal zurück. Tiefblock, Hanamaki. Faustschluss, Tool. Handkantenblock 1, Handkantenblock 2, Kür. Ein letztes Mal. Tiefblock 1, Fauststoß 2, Handkante 1, Handkante 2, Fauststoß 3. Und jetzt kommt der Sprung für die Seitewechsel. Und jetzt kommt der Sprung für den Seitenwechsel. Umspringen, Hand holt oben aus, Tiefblock 1, Fauststoß 2. Handkantenblock, Handkantenblock, Fauststoß. Und automatisch ist wieder die Hand, die oben ausholt. Umspringen, Tiefblock 1, 2. Hanna, Tool, Set. Hanna, Tool, Hanna, Tool, Set. Hanna, Tool, Hanna, Tool, Set. Hanna, Tool. Hanna Tool Set. Hanna 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 Tool. Set. Up. Hanna Tool. Hanna Tool Set. Paro. Chert. Achtet darauf, dass ihr nicht zu weit nach vorne kommt. Immer in eurem 2x2 Bereich bleibt. Achten wir noch einmal darauf. Chumbi. Hanna Tool. Hanna Tool Set. Hanna Tool. Hanna Tool Set. Hanna Tool. Hanna Tool Set. Up. Hanna Tool. Ja. Ja. Paro. Das ist Übung Nummer 1. Ich werde sie jetzt einmal noch nach rechts ausgeführt zeigen und einmal nach links ausgeführt zeigen. Ich werde sie jetzt noch einmal nach rechts ausgeführt zeigen und noch einmal nach links ausgeführt zeigen. Ich gehe ein bisschen nach hinten und Tiefblock. 1, 2, oben ausholen, Hanna, oben ausholen, Tool, Faust, ausholen, Sprung. 1, 2, ausholen, Hanna, ausholen, Tool, Faust, ausholen, Hanna, Tool, Set, Net, das Ort, Hanna, Tool, Set, Net, das Ort. Übung Nummer 2, eine Übung für
Übung Nummer 2. Wir gehen in den rückwärtigen Liegestütz. Hoch. Bein hoch 1, ziehen 2. Bein hoch 1, 2. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Hana, tu. Seite wechseln. Hana, tu. 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 Okay. Jetzt kommt die Übung nochmal mit einem kleinen Kick vorneweg. Los geht's. Hana, tu. Hana, tu. Set. Net. Dasot. Yosot. Ilkop. Yodol. Ahop. Yod. Okay. Wieder Seite wechseln. Mach's mal andersrum. Ja. So. Und. Hana. Tun. Set. Net. Dasot. Yosot. Ilkop. Yodol. Ahop. Yod. Und absetzen. Übung Nummer 3. Wir ziehen den Panettone Chucky quer. Links zurück. Hana. Tool. Set. Net. Dasot. Yosot. Ilkop. Yodot. Ahop. Yod. Seite wechseln. Selbe Spiel hier auch. Hana. Tut. Set. Net. Das wird. Jos wird. Ilkop. Jodok. Ahop. Kerl. So. Das ist die Übung. Noch einmal auf der anderen Seite. Jumi. Hana, tun, set, net, das wird, jos wird, ilkop, jodol, ahop, jod, to me, und Hana, tun, set, net, das wird, jos wird, Ekop, Jodol, Ahop, Kerr! Chariot. Übung Nummer 4. Da wir kein 180 Grad Panettone-Chucky springen können, Kerr! Ohne seitlich, wenn wir es nicht gut machen, vielleicht eine Schrankwand, den Esstisch oder den Schreibtisch zu simulieren, werden wir den Kick weglassen. Auch eine Unachtsamkeit nach vorne wird schwierig. Begrenzen wir es also auf das Springen und die korrekte Hüftstellung, dass wir das Bein ausgefahren haben und sicher mit dem Standbein den Fuß nachher führen können. Deswegen gehen wir als allererstes runter und springen. 180 Grad gedreht. Los geht's. Hana, Tool, Set, Net. Das wird, Jos wird, Ilkop, Jodol, Ahop, Jod. So, als nächstes springen wir in die Hüftstellung rein und bereiten das Ganze vor. Wir gehen runter, springen und drehen uns und springen in die gehaltene Position. Sobald ihr das Gleichgewicht verliert, runter, da wir keine Stabilisation durch den gezogenen Kick haben. Also, 1, 2, halte. Und wer kann, könnte kicken. Runter, noch einmal hoch. 1, halten, kicken, gehen. Wer nicht kicken kann, lässt es weg. Und damit ich niemanden verleite, lasse ich es ab sofort auch weg. Los geht's. Unten 1, 2, runter. Unten 1, oben 2. 1, 2. Hana, Tool. Hana, Tool. Set. Net.
Jasut, Jasut, Inkop, Jodul, Ahop, Jod. Ja! So, beim letzten. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wir müssen ja auch das rechte Bein als Standbein trainieren. Wir gehen also wieder runter und springen hoch. Eins, runter. Zwei, runter. Drei, runter. Das Ganze springen wir jetzt auch in die andere Richtung. Also, gehen wir runter und springen in die andere Richtung hoch. Wir gehen runter. Und jetzt Hand, Tod, Set, Net, Passort, Jossot, Ekop, Jodel, Ahop, Jop, Kja. So, einmal links rum, einmal rechts rum. Das ist die Übung. Und damit kommen wir zur nächsten. Bei der Übung sehr die Oberschenkelmuskulatur beansprucht, wie diese sich jetzt zusammenziehen wollen. Und das werden wir jetzt verhindern, indem wir uns einfach mal hinsetzen, auf die Beine stellen, die Knie ablegen und die Hüfte vordrücken. Wenn man es besser sieht, kann ich mich seitlich stellen. So, Po muss nach vorne. Es hilft, den Oberkörper ein bisschen nach hinten zu drücken, den Po nach vorne. Und wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. Ganz locker. So. Nächste Dehnungsübung. Jetzt haben wir den Rücken besonders durchgestreckt, jetzt dehnen wir den kurz noch aus. Setzen wir uns also nach vorn und ziehen tief. Die größte Gefahr bei der Übung steht im krummen Rücken. Also, gerade hinsetzen und nicht so. Hilft nicht, bringt gar nichts. Erstens krümmen wir hier alles wieder zusammen, dann können wir es auch wieder verlassen. Die Beine müssen gerade bleiben. Locker gerade. Es geht darum, die Hüfte zu ziehen. Also, Rücken gerade. Genau. Und locker fassen. Es ist unerheblich, ob diejenigen, die nicht so weit kommen, hier fassen oder hier fassen für die Übung. Das als eine Ergänzungsübung für die Dehnung. Übung Nummer 5. Handtechnik. Übung dabei ist die Gewichtsverlagerung und die Höhenstufen. Dazu das kombinierte Ziehen beider Fäuste. Wir üben jetzt einmal zur Überblickserscheinung. Wir üben einmal für den Überblick die Technik einzeln, einmal durch und dann in Kombination. Wir gehen rechts zurück. Und stellen uns nach vorne im Jongul. Holen wir aus, linkes Bein vorne, tief, Block 1, 2. Hintere Beine umdrehen, Gewicht nach hinten verlagern. Shuramaki, 1, Handkante 2. Jetzt gehen wir wieder nach vorne, holen oben aus, Sanamaki, 1, Faust oben, 2. Wir nehmen die Hände runter. Und parallel aus, du Palmok-Maki und lange Faust, fertig. Jetzt ziehen wir das Bein zurück und holen von hinten Schwung, damit wir auch rumkommen. Ein, Yoksuru, nach hinten ziehen. Und wir stehen auf der anderen Seite. Wir gehen wieder nach vorne, nehmen wieder mit der vorderen Hand von oben den Block. Eins, Faust, Mitte, zwei. Wir gehen nach hinten. Mittelblock, Handkante. Wir gehen wieder nach vorne. Oben, Samanmaki, V.
Fauststoß oben. Wir holen aus. Tukpamukmaki. Lange Faust. Gewicht wird in die Mitte geschoben, nicht nach vorne. Hintere Hand ausholen, Yoksuru. Und der ganze Körper dreht nach hinten. Wie man sehen konnte, es ist zum Schluss gut beim Tukpamukmaki, die Hände zusammenzulassen. Deswegen machen wir das jetzt auch bei allen Übungen. Sobald die fünf Techniken drin sind, wir machen sie fünfmal, wechseln wir und nehmen die Hände zusammen. Noch einmal. Hana. Shunamaki. Tul. Sanamaki. Set. Dukamaki. Net. Hier. Umdrehen. Andere Seite. Hanamaki. Shunamaki. Sanamaki. Dukamaki. Hier. Haranmaki, Chunamaki, Sananmaki, Tukpamukmaki, Pia! Haran, Chungan, Sangan, Tukpamuk, Pia! Rup. Zweimal haben wir, fehlen noch drei Stück. Jeweils einmal nach rechts und einmal nach links gedreht. Wir gehen ein bisschen nach hinten in unserem Quadrat. Los geht's. Haranmaki. Shunanmaki. Sananmaki. Tukpamukmaki. Und zurück. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach vorn gehen. Haranmaki. Shunanmaki. Sananmaki. Tukpamuk. Richtig in die Mitte setzen, nicht nach vorn. Ausholen. Einmal in die andere Richtung. Okay, gehen wir nach hinten. Los geht's. Wir gehen nach vorn, nachdem wir nach hinten gegangen sind. Tukpamuk einfach. Wir gehen nach vorn, nachdem wir jetzt einmal nach hinten gegangen sind. Haranmaki. Dann kommt Chunamaki. Dann kommt Sanamaki. Tukpamuk. Hier. Wir drehen nach hinten. Yoksuru. Und gehen nach vorne auf der anderen Seite. Haranmaki. Chunamaki. Sanamaki. Tukpamuk. Hier. Und wir drehen nach hinten. Okay. Jetzt kombinieren wir das mit gemeinsamen Techniken. Da das seitlich besser zu sehen ist und die Grundtechniken jetzt auch laufen, werden wir das also nur noch seitlich demonstriert machen. Erst nach rechts gedreht. Schaltet. Wir holen aus. Ziehen zurück. Und eins. Wir gehen zurück. Eins, zwei. Wir gehen wieder vor. Ausholen, ziehen zurück. Drei. Beide Hände runter. Vier. Fünf. Und zurück. Noch einmal. Der Chunamaki und der Tukpamukmaki lassen sich nicht zusammenbringen. Die anderen beiden lassen sich aber beschleunigen. Noch einmal. Haranmaki nach vorne. Eins. Jetzt ist es zu spät. Wir müssen also den Haranmaki beim Ausholen schon einmal zurückziehen. Eins. Noch einmal. Ausholen. Eins. Ausholen. Eins. Ausholen. Eins. Ausholen. Eins. Ausholen. Eins. Ausholen. Eins. Ausholen. Hana. Tool. Set. Net. Kassot. Yosot. Inkop, Jodol, Ahop, Jod. Gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Jumi, ausholen. Han. Jetzt kommt Tool, bleibt zur Bewegung. Jetzt kommt Set, ausholen, zurückziehen. Und
Nett ist wieder. Ja! Zurückdrehen. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Ich drehe mich nach links, wie man die andere Seite sehen kann. Los geht's. Ausholen. Hang. Tun. Set. Net. Und zurückziehen. Ja. Vier Bewegungen. Vier Techniken als Bewegung zusammengefasst. Und ich drehe mich wieder andersrum. Los geht's. Hang. Tun. Set. Net. Ja. Hanna. Tun. Set. Net. Ja. Rum. Noch einmal als Kombination nur noch da. Hanna. Tun. Set. Net. Und zurück. Hanna. Tool. Set. Net. Ja. Und zurück. Das ist die Aufgabe. Machen wir es jetzt 10 Mal locker durch. Am Ende immer mit Kier. Zuerst mal nach links. 10 Mal. Usch. Ja. Zurück. Und. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Up. Ja. Up. Ja. Up. Ja. Up. Ja. Technik 6. Wir drehen das Standbein rechts zurück. Wir greifen mit der vorderen Hand das vordere Bein, mit der hinteren Hand Yoksu. Wir drehen das Standbein und den Körper um, nehmen die Hände und das Bein nach vorne. Wir drehen zurück. Dazu Handkante. Kampfstellung. Abstellen. Andere Seite. Hier ebenfalls. Vordere Hand, runter zum Fuß, hintere Hand, Yoksuru. Wir drehen das Bein, wir drehen den Körper. Wir nehmen den Kickfuß vor wie die Arme. Kya! Wir drehen zurück und kicken. Kya! Und stellen ab. Als nächstes noch einmal. Hanna. Kya! Kya! Abstellen. Zurück. Tool. Hier. Hier. Set. Hier. Hier. Net. Hier. Hier. Als nächstes das Ort. Hier.
dort. Hier. Ilkop. Hier. Hier. Jodol. Hier. Hier. Ahop. Hier. Hier. Jodol. Hier. Hier. Jodol. Hier. Hier. Ah, ein geht noch. Hier. Die Übung ungefähr 10 Mal. Nochmal wiederholt. Wir gehen es nochmal in die Richtung durch und in die Richtung. Klaviert. Rechts zurück. Damit die Zehen 20 Mal voll werden, gehe ich 10 Mal in die und 10 Mal in die Richtung. Tschüss. Hier auch wieder aufpassen auf die Entfernung und auf die vordere Entfernung. Wir sind ziemlich weit im 2-Meter-Bereich drin. Ich habe jetzt zwar diagonal. Anna, Tool, dreh. Tja! Tool! Tja! Set! Kirp! Net! Kirp! Das hat! Kirp! Das hat! Kirp! Ekop! Kirp! Jodol! Kirp! Ahop! Kirp! Hopp! Kerb! Jod! Kerb! Und noch zum Schluss 10 Mal in die andere Richtung. Rechts zurück. Chumi. Hanna. Tun. Kerb! Nach hinten umdrehen. Hanna. Tun. Nach hinten umdrehen. Set. Nach hinten umdrehen. Net. Hier. Und. Hier. Josut. Hier. Ilkop. Hier. Jodol. Hier. Ahop. Kerb! Jod! Kerb! Schaut it? Kinge!